Das Fliegen an sich ist natürlich auch so ein Traum. Ich habe als Kind immer vom Fliegen geträumt. Also damals konnte ich rennen, konnte irgendwelchen Gefahrensituationen dann ausweichen durch schnell rennen und dann abheben. Und dann war mein Vater, der war Soldat, war Jagdflieger im Krieg und der hatte natürlich dann auch eine Leidenschaft fürs Fliegen, hat mich dann, als ich klein war, auf Segelflugplätze mitgenommen. Und da hatte ich also dieses Fliegergehen, habe ich glaube ich schon auch ein bisschen in mir. Wir waren die Ersten, die das hier so gemacht haben, die geflogen sind. Und Flugschulen gab es damals ja auch noch nicht. Also erstmal wusste man natürlich gar nicht, wie man sowas bedient. Bis wir das erstmal geschnallt hatten, wie wir das über uns bringen, wie man das aufzieht, hat eine Weile gedauert. Und dann drauf losgerannt und versucht abzuheben. Also der Ölberg in Schriesheim ist natürlich ein altes Drachenfluggelände. Und Gleitschirmfliegen war hier immer verboten. Also die Drachenflieger wollten auch mit den Gleitschirmfliegern am Anfang nichts zu tun haben. Das ist auch schon über 10 Jahre, glaube ich. Da wurden dann die ersten Kontakte geknüpft und da konnten wir dann zum ersten Mal auch, glaube ich, vom Ölberg fliegen. Also in dem Moment, wenn ich hochlaufe, mache ich mir eigentlich nur Gedanken, hoffentlich bin ich nicht schon zu spät. Oder geht's, oder ist zu wenig Wind, oder oh, scheiße, ist doch vielleicht zu viel Süd drin. Oben sehe ich das dann auch. Da ist auch eher die Angst, was heißt Angst, aber da ist dann Respekt. Du hast dann Windfahren und überlegst, ob der Wind vielleicht zu sehr von der Seite kommt, zu stark. Du kannst es ja nicht immer genau einschätzen, musst dann die Wolken beobachten, überlegst, guckst die Bäume an. Ich bin hier schon sehr verwurzelt, kann man sagen. Also ich komme aus Wiesloch. Ich habe erst eine Weile in Heidelberg gelebt, bin dann irgendwie der Umstände halber dann doch übers Studium und dann später der Liebe wegen nach Mannheim gezogen. Und es gibt ja den schönen Spruch, in Mannheim holt man zweimal, einmal wenn man kommt, einmal wenn man geht. Und ich habe Mannheim schon sehr lieb gewonnen und wohne sehr gerne in Mannheim inzwischen. Also grundsätzlich ist so, wenn du startest, ist alles weg. Aller Stress, den ich vielleicht noch 5 Minuten vorher mit mir rumgetragen habe, der ist weg. Ich konzentriere mich dann nur noch auf das eine, also ich tauche dann komplett in diese Fliegerei ein und letztendlich denke ich mir, dass dein Unterbewusstsein dir signalisiert, oh, gefährlich. Ja. Und dann bist du komplett mit dem Fliegen beschäftigt. Ja. Du bist einfach komplett weg, es ist wie ein Miniurlaub. Es ist natürlich auch klar, dass wenn mehrere Leute hier fliegen, du die noch ein bisschen ausstechen möchtest. Du musst natürlich den geilsten Flug machen am Tag. Ja. Ich heiße Rolf Rinklin und bin Grafiker und Gleitschirmflieger in der Metropolregion Rhein-Neckar.